Da oben gibt es Verbrechen, wie es aussieht. Da oben habe ich keine Polizei. Das muss die andere Polizei leider irgendwie hinkriegen. 39.000. So, jetzt baue ich erstmal ganz kurz hier noch ein Klinikum. Jetzt baue ich hier noch ein Klinikum hin. Das reicht hier auch, ne? So. Und die kriegen dann direkt noch, noch ein Wägelchen spendiert. Da setze ich mal hier so an die Ecke. Patientenflügel passt da auch noch hin. Okay, das ist sehr gut. So, dann haben wir das auch. Dann ist da die Abdeckung. Feuer müssen wir dann eigentlich auch noch machen. Und dann oben auch irgendwie. Ach, das gibt's, da gibt es dann so viel zu tun. Und schon beginnen hier die Upgrades langsam, weil natürlich eine Krankenabdeckung und eine Polizeiwache in der Nähe, das sorgt natürlich für Sicherheit auch für die Leute und so weiter und so fort. Das ist natürlich ganz gut. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz, was macht denn hier oben? Haldenkapazität 0. Umleitung von Abwasser. Warum denn Umleitung von Abwasser? Warum? Wir haben noch... Da ist doch alles super da eigentlich. So, wie kann man denn jetzt so viele Barrel sammeln? 2000 haben wir. Zwei Transporter haben wir. Wo bringen die Transporter das hin? Wieso fahren die nicht? Ich muss sagen, ich verstehe es überhaupt nicht. Das Ding ist ans Straßennetz angeschlossen, aber es passiert einfach nichts. Bin ich blöd, oder? Ich zucke hier gerade mit den Schultern, seht ihr nicht? So. Ich habe gesucht nach Öltransport und jetzt kriege ich hier, sobald sie 9600 Barrel fürs Freischalten gefördert haben, gibt es eine Hinweismeldung. Lalalala. Platzieren das Verwaltung rück am Stadtrand. Seine Angestellten sind ja nicht direkt mit dem Produzenten, sondern schubst nur Bleistifte. Ah, ja. Raffinieren. Das ist natürlich alles super. Handelsdepots? Wo stelle ich, wo habe ich denn Handelsdepots? Da muss ich mal ganz kurz noch von den vorherigen Spieltipp. Alter, was ist da denn los? Das sind wieder die Müllwagen. Alter, wie bescheuert ist das denn? Na, Hauptsache Mediamarkt importiert hier irgendwie. Da! Das ist eine Katastrophe. Also das mit dem Verkehr, mit den Wagen und so, das ist wirklich eine riesige, riesige Katastrophe einfach nur. Also Maxis, bitte, bitte unbedingt nachbessern, weil ganz ehrlich, ich rauf mir die Haare, wenn ich das sehe. Ich habe keine Geheimratsecken, ich habe SimCity gespielt. So, nochmal ganz kurz, ich zoome nochmal ganz kurz ein, dann kann man diese fantastische Stadt nochmal sehen. So, und dann schaue ich nochmal ganz kurz. Ölförderung gleich gemacht, Bauplatz und Straße. Um das Ölquellen über der Frage, packen wir ja nicht. Ein Industriegebiet. Das ist ja okay. Ölquelle. Sehr viel Platz, ja. Außerdem ist ein Versorgungsweg. Streifenweise, ja. Huch, ach, da kommt ein fettes Gebäude im Hintergrund gerade. Ist ja cool. So. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich das übersehen? Bin ich blöd? Tiefpumpe? Garage? Servicestraße, aber hier ist doch kein Handelsdepot. Hier ist doch kein Handelsdepot, Freunde. Ich bin doch nicht doof. Da ist kein Handelsdepot. Alter, ich sitze hier auf dem Arsch voll Öl. Und ich kann es nicht handeln. Warum denn nicht?
Handel. Okay. Ich wette, das stand schon 30 Milliarden Mal in den Kommentaren. So, ich glaube, das baue ich dann einfach mal dahin. Die Geschäfte vor Ort drängen den Bürgermeister aus Stinkel an der Rheins, ein Exportdrehkreuz zu machen. Als globaler Umschlagplatz könnte die Stadt mit Großunternehmen reich werden. Was? So, ich hoffe, das Unternehmen steht da ganz gut. Wir stellen Leute ein, na klar. Mit diesem Handelsdepot können wir auf den Weltmarkt gehen. Fügen Sie einfach ein Speichermodul der für den Handel gewünschte Ressource hinzu. Wählen Sie dann das Handelsdepot aus, um die Weltmarktlieferung zu verwalten. Die LKWs kommen erst dann zum Ein- und Ausladen von Ressourcen hierher, wenn wir über das richtige Modul entsprechend Lagerraum verfügen. Kaufen Sie zu niedrigen Preisen ein und verkaufen Sie alle Waren teuer. Ja gut, das kriege ich hin. 58.000 haben wir und dann können wir hier ein Rohöllager bauen. Sagen wir mal... Kann ich ja überall hinbauen. Sagen wir mal dahin. Roherzlager, Kohlelager, Versandlager, Garage für Lastwagen, maximal verfügbar 3. 1. So, ich baue mal gleich alle. Ist doch egal. So, wie viel fasst das? 2000 nur. Da passt ja genauso viel rein wie in den, Klumpen da. So, da kommt... Ach ja, endlich. So, und dann kann ich ja eigentlich auch... Ich wette, die Anwohner hier sind richtig glücklich einfach. Die sind so happy jetzt. Dann mache ich natürlich hier dementsprechend auch... So. Da können wir es ja machen. So, dass die Pumpen wieder. Da kommt jetzt langsam Öl rein. Handelsdepot bei der Arbeit. Ich frage mich halt nur... 1500 haben wir schon. Weltmarktlieferungen. Import, Export. So, Export mache ich erstmal. Zack. Lager ist jetzt auch schon voll. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müssten ja eigentlich diese LKWs da wegfahren. Jo, wir kriegen Simoleons. Juhu. Aber eigentlich braucht man das Öl ja selber. Wir müssen nur irgendwie 9600 Barrel zusammenkriegen. An einem Tag. Dann nämlich können wir... Also wieder einer krank. So, dann nämlich können wir weiter ausbauen. Und dann können wir schließlich auch irgendwie... Was wollten wir machen? Plastik, ne? Wir wollten ja bis Plastik herstellen, dafür diese Chips für Hightech und Schmeitech und so. Wir erinnern uns, zu verkaufen? Achso, freie Wohnung, alles klar, war keine Baracke. So, die Mittelstraße hätte eigentlich eine Hauptstraße werden sollen. Vielleicht muss ich das nochmal ändern, vielleicht muss ich die nochmal rausreißen. Das sollte ich am besten jetzt machen, ne? Hier kann ich, hier geht das auf gar keinen Fall mehr. Keine Müllabfuhr? Was? Ach, Upgrade haben wir auch noch. Wir sind gegen Feuerwerk! Wir sind gegen Feuerwerk! Für jedes Feuerwerk stirbt ein Zwerg! Wir sind gegen Feuerwerk! Ich hasse Feuerwerk! Feuerwerk ist doof! Huch! Wir fliegen sogar in der Luft gegen Feuerwerk! Unverschämtheit! So, keine Müllabfuhr verfügbar. Obwohl, naja, so wirklich souverän arbeite ich jetzt auch nicht. Aber das liegt halt an den Wagen. Dafür kann ich nichts. So, auf jeden Fall haben wir keinen Müll mehr auf der Halde. Das ist super. Und hier wird fleißig gearbeitet. Da bin ich mal gespannt. 107.000 haben wir auf einmal. Huch, wo kommt das denn her? Und ich wollte ja noch ein bisschen Schulbildung gönnen. Mache ich das jetzt... Die Frage ist, mache ich das jetzt hier? Hier sind ja so viele Einwohner. Oder mache ich das da oben? Da sind ja auch so viele Einwohner. Vielleicht mache ich das ja einfach hier so zentral. Pass auf, ich probiere mal was. Ich nutze diese Stadt, um ein bisschen rumzuprobieren. Ich mache zum Beispiel eine allgemeine Hochschule. Die bauen wir uns mal hier hin.
So, die hat da genug Platz, um sich auszuleben. Ich bin so doof, ich wollte ja eh eine Hauptstraße draus machen, jetzt brauche ich da eine Hochschule hin. Na, wir haben's ja. Scheiße. Hier kann ich ja keine Hauptstraße mehr draus machen, weil da eine Ölquelle ist. Ich bin so doof. Ich hätte das vorher durchplanen müssen. Warum habe ich das nicht? Naja, naja, naja. So, pass auf. Da mache ich jetzt keine Hochschule draus. Eigentlich wollte ich das ja gar nicht so riesig werden lassen. So, da haben wir hohe Dichte jetzt. Da freuen sich alle und dann haben wir die Hochschule natürlich genau hinter unserem... hinter diesem Demonstranten-Ding. Und jetzt muss ich ja vielleicht noch neue Müllwagen kaufen. Ah, die fahren doch eh alle in der Kolonne. Das bringt doch nichts, neue Müllwagen zu kaufen. So. Das bringt überhaupt nichts. Ich verstehe auch gar nicht, was daran so schwer sein kann, den Verkehr so ein bisschen umzulenken. Außer natürlich, dass die Autos hier genauso fahren, die Sims und genau wie alles andere, wie diese komischen Ticks, wie Energie und sowas. Ist zwar sehr bequem. Ach, guck mal, der Zug. Ist zwar sehr bequem, aber trotzdem doof. Weißt du was? Aus Prinzip baue ich jetzt mal einen Bahnhof dran. 40.000, 40.000. Einfach nur, damit wir einen Bahnhof haben. Ich weiß gar nicht, ob der was taugt. So. Zack. Stinkel an der Ranz ist jetzt international verknüpft. Ist auch auf dem Ölgeschäftmarkt, auf dem Weltmarkt tätig. Man mag es kaum glauben. Und wir haben ja noch ein Upgrade frei. Kann ich nicht einen riesigen Killer-Roboter kaufen, der hier die Demonstranten... So, Bildungsabteilung. Gymnasien und eine eigene Universität. Kann ich auch so machen, glaube ich. Habe ich doch gesehen. Tourismusabteilung, Sicherheitsabteilung. Versorgungsabteilung. Ah, das ist ja mal regional. Die Genehmigung kommt regional. Ah, okay. Besteuerung nach Gebiet und Einkommen, regionale Genehmigung, regionale Genehmigung, regionale Genehmigung. Ich habe für alles regionale Genehmigung. Wozu brauche ich den Scheiß überhaupt noch? Parks und Stadien. Das hier ist ja nicht wirklich eine Tourismusstadt, das ist ja meine Industriestadt. Was soll ich da machen? Bildung brauche ich da auch nicht. Eine Finanzabteilung bräuchte ich da vielleicht. So. Aber ich habe ja eh schon alle Genehmigungen, die ich brauchen könnte. So, da oben kommen jetzt die ersten größeren Häuser, wie es aussieht. An Knorkenhausen weitergegeben. Na, da freut sich Knorkenhausen natürlich. Boah, wir verdienen gar nicht mal so schlecht hier. Mit dem Handelsdepot. So, komm schon. Hauptsache, die pumpen jetzt fleißig. Ich habe 3 tiefen Pumpen, habe ich, glaube ich, gekauft. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier funktioniert. Da habe ich wieder abgeholt. Da bin ich mal sehr gespannt. Und ich hoffe, das mit dem Müllwagen kriegen wir auch noch ein bisschen hin. Sind Demonstranten noch da? Natürlich sind Demonstranten noch da. Die haben ja auch nichts anderes zu tun. Scheiß Hipster. Wir finden das mit dem Müll voll nicht so gut, ne? Wirst du sicherlich verstehen. So, wir haben Bedarf an Industrie und Pipapo, das weiß ich selber, aber momentan ist mir das relativ wumpe. Und wir hätten ja doch eine Hauptstraße bauen sollen, vielleicht mache ich das noch nachträglich, auch wenn ich dann das Ding hier nochmal abreißen muss. So, und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier tatsächlich... Ja, ich glaube, das muss ich irgendwie so hinkriegen. Da haben wir die Straße, da haben wir die Straße.
dann müsste ich diese Straße hier rausreißen. Diese würde ich lassen einfach nur, weil hier ist ja das Dingens. Die würde ich rausreißen und die würde ich wiederum lassen. Und hier oben muss ich überall Hauptstraßen daraus machen, außer natürlich bei der Ölraffinerie, da wird das nicht mehr funktionieren. Neue Warenlager mit fortschrittlichsten Lagersystemen für Schachtel und Kisten. Aber nicht für Öl, offenbar. 1800? Wieso nur so wenig? Ach, weil es 9 Uhr morgens ist. Los, pumpt schneller! Holt mir einen Krankenwagen, lalala. Moderne Industrie, die Betriebe stinken weniger als die alten Fabriken. Das freut mich natürlich sehr. Aber wir haben natürlich ein immenses Verkehrsproblem. Ich probiere mal ganz kurz, bevor das jetzt weitergeht. Ich will mal ganz kurz gucken, ob wir das einfach so machen können. Also das hier, ist das die richtige Straße? Ja. Das hier zum Beispiel geht gar nicht. So. Ja, muss leider weg. Ach, die Klinik. Scheiße, habe ich nicht gesehen. So, und jetzt machen wir mal ganz kurz die Hauptstraße dann dahin. Die müsste dann quasi hier. So, da ist jetzt ein bisschen Schwund natürlich, aber dafür kann ich leider nichts. Den müssen wir jetzt wohl oder übel überstehen. Wie viel Kohle haben wir noch? Das wird noch ein bisschen reichen. So, ich baue ihn jetzt erstmal bis da vorne, bis zur Uni. So, und diese Querstraßen müssten dann eigentlich weg. Auch wenn da natürlich viel Verkehr los ist, aber die sollen natürlich auch auf die Hauptstraße. Und das mache ich lieber jetzt als später, wenn wir es noch mehr bereuen werden. So, warte. So, das bleibt, das verschwindet. Und hier weiß ich es noch nicht genau. Ich würde sagen, da bleibt es dann doch lieber. Und hier könnte es aber verschwinden. So, und jetzt muss ich natürlich noch die Zonen nachziehen wie einen alten Lippenstift. Zack, zack. Da haben wir überall, da ist ja noch hier. Hallo? Da hat er schon gemacht, glaube ich. Man sieht es noch nicht. Hier ist auch schon aus irgendeinem Grund. Ach, hier ist natürlich, hier ist nicht. Naja, dann lasse ich es mal, weil dann brauchen wir vielleicht noch, obwohl Polizeiautos brauchen wir da eh nicht, aber vielleicht noch einen Knast oder so. So, und hier Industrie. Zack. Und da oben auch nochmal. So, da oben müssen wir auch nochmal nachbessern. Da nicht. Dafür dann aber hier wieder. Und da unten, da haben wir schon, ne? Da sieht man es noch nicht. Genau, ich glaube, das war das. Okay. Dann haben wir da eine Hauptstraße. Die müsste jetzt eigentlich hier durchgehend sein. Aber das wird, glaube ich, so nicht funktionieren, wie ich mir das wünschen würde. So, ein verlassenes Gebäude hatten wir jetzt wieder. Und, keine Läden oder Parks. Was? Sind da keine Läden? Da sind doch Läden, Alter. Halt die Fresse. Alter Lügner. So, und das Leben geht weiter. Mit Hauptstraße. Und ohne Querstraßen hier heißt, dass die sich jetzt hier überall stauen. Das ist doch ein Traum. Ach, schön. Gut zu sehen einfach. Es ist einfach gut zu sehen.